Willkommen zurück zu einer neuen Folge Southpaw, direkter Choleriker Zerreißprobe. So, ich muss das sechsteste Gebrabbel leider überbrabbeln, denn wir müssen jetzt die Katze retten vor den Sechstestern. Ich sagte, ich werfe den Stein. Wirf doch stattdessen einen Böller. Okay. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Wir sollen hier Böller drauf werfen. Werft irgendwas, ihr Ärsche. Und nu? Hey, der kleine Viertklässler schon wieder. Oh yeah. Jetzt geht's mal richtig auf die Fresse. Kampfvorteil. Besiege die Sechsklässler. Okay, wir haben ja Humankind und Superquake dabei. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute. Klar, ladet alle eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich. Zeig uns, was du drauf hast. Ach, wir können jetzt den Schwierigkeitsgrad ändern. Wir bleiben bei Heroisch. So, wir können den Schwierigkeitsgrad jetzt anpassen. Das wollen wir nicht anpassen. So, jetzt muss ich mal wieder gucken, wie das überhaupt war. So, können wir ihn denn irgendwie angreifen mit irgendwas Gutem? Setz mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Abrissbirne vielleicht. Oder sollen wir brutaler Schlag nehmen? Ah, kommen wir nicht ran, kommen wir nicht ran. Gastro-Schlag, kommen wir auch nicht ran, ne? Nee. Okay, das heißt, wir müssen die Abrissbirne nehmen. Wir müssen mal die beide da eigentlich was ganz gut eine vernocken. Jo, der saß. Der saß gut. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Was, mich? Nein, nicht ich. Hara! Wehe, das landet auf meinen Schuhen. Das habe ich kaum gesehen. Oh yeah, burn it down. Ohne zu zucken, Respekt. Oh, ich habe gerade verpeilt, dass ich ja noch hätte A drücken können. Erst aber so eine geile Sache. Muss mich doch erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich bin dran. Okay. Er ist dran. Ja, er konnte doch irgendwie heilen, oder? Konnte er heilen? Jetstream. Ziehe Verbündete in deine Nähe und heile sie. Ja, wir brauchen ein bisschen Heilung. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Alles klar. Quakes Blockkräfte erlauben es ihm, Schaden umzulenken. Detail drin sehen. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zugs Schaden ab. Okay. Charakter der Block nimmt nur Schaden, wenn er zurückgeworfen wird. Oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Alles klar. Geht auf Y. Hey, fick dich. Ich bin Super Craig. Stimper Craig? Ich sagte, fick dich. Ich sagte, fick dich. Genau. Und das heißt, ich ficken war einmal weg hier. Aber womit? Was kann der überhaupt? Omega Crash Extra. Was kann er noch? Mega Faustschlag. Würde ihn zurückwerfen. Erhalte einen Block und macht den Gegner wütend. Okay. Oh, das würde ihn sogar direkt killen. Okay, Super Craig. Dann mach mal deinen Super Punch. Oh fuck. Ich hab eindeutig zu früh gedrückt, aus Gewohnheit. Hau rein, Neuer. Okay, Schnitter, jetzt mal Concentration hier, verdammt nochmal. Ich würde sagen, der brutale Schlag sollte ausreichen. In your fucking face, Mann. Oh yeah, I'll be back. Ich komme langsam wieder rein. Ach, du machst mir nicht platt. Humankind, startbereit! Oh fuck, da lädt irgendeine Hardcore-Fähigkeit auf. Alles, was rot ist, ist tödlich für uns. Kannst du ihn irgendwie hitten? Na, den geben wir in den Todesbereich rein, ne? Das ist nicht so geil. Kann der noch was anderes machen? Irgendwas Sinnvolles? Ich könnte mich rausziehen und heilen. Ja, eine Option auf jeden Fall. Dann wollen wir mal ein bisschen Heilung reindröhnen. Tut mir nicht leid, was jetzt. Ach, Superquake kann sich bewegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sollen wir ihn mal ausprobieren?
Aber dann bleiben wir ja im Todesgebiet von dieser komischen Bombe, die er werfen wird. Aber egal. Das Ding macht mega Damage, der Angriff. Ich hab's verkackt natürlich. Scheiße, ich bin so langsam, total überfressen. Los, Wunderarsch. Genau, Wunderarsch ist auf dem Weg. Um's hoffentlich. Ich kann nichts machen. Ich kann ihn nicht angreifen. Mit nix. Shit, Mann. Nee, ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann ihn nicht angreifen. Schlitter ist... Ja, komm. Ich muss den Zug beenden, es geht nicht anders. Oh, er ist verlangsamt, heißt das, der kann nicht angreifen. Doch, er kann angreifen und... Schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Wow, macht der Damage. Verlasse den Bereich, um nicht getroffen zu werden. Ja, hätte ich... Wetterbericht, Hagelschläge! Hätte ich gerne gemacht, aber ich konnte nicht. Er kann ja nichts machen. Kann schon wieder nichts machen mit ihm. Ich bin dran. Der muss er halt ran. Hilft nichts. Ne, bei den... Ah, der reicht nicht, ne? Der würde reichen und würde ihn verlangsamen. Okay. Omega Crash extra. Genauso, mit Köpfchen. So macht man das. Genau, immer mit dem Schädel durch die Wand und danach erstmal entspannt abkotzen. Mach sie fertig, Saftsack. Ja, aber komme ich an ihn ran? Ich komme an ihn ran mit der Abrissbirne. Very nice. Vielleicht reicht's, vielleicht reicht's. Nein, geht nicht. Quake steht im Weg. Shit. Ich komme nicht an ihn ran. Dammit. Muss den Zug beenden, hilft nichts. Mann, Leute stehen aber auch ein bisschen doof. Ich bin jetzt dran. Voll machen. Oh no. Achtung, alles Gute kommt von oben. Er lädt wieder auf. Aber wir können ihn weglasern. Und damit sogar killen. Zerlaser ihn. Den haben wir die Fresse poliert. Du hast gewonnen, auch wenn wir uns gerade verdammt dumm angestellt haben. Und das Armageddon-Blatt haben wir erhalten. Mobber-Matcher. Okay. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier habe. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Das war dumm, wir sollten das doch machen. Toll. So, mehr Follower besorgen. Können wir es uns von der besorgen? Also... Sag mal, geht's noch? Ja, mir geht's noch sehr gut. Ey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Okay, mehrere Missionen gleich. Mal die Karte öffnen. Das ist Schnitzeljagd. Wir haben jetzt ein so ein Ding bisher gefunden. Da können wir nicht durch. So, wo sind denn die ganzen Missionen? Wir wollen ja möglichst alles machen. Etwas Glaube. Naja, so gläubig bin ich nicht. Das Gespräch geht zur Schule. Und hier sollen wir Mosquito treffen. Der ist am nächsten dran. Wenn er am nächsten dran ist, das müssen wir noch machen, ratloser Randy. Das ging aber, glaube ich, nur nachts irgendwie, weil das, glaube ich, so. Okay. Der wäre hier nach oben und dann irgendwie der nach oben. Ja, sollten wir Mosquito zuerst machen. Wir haben ein neues Artefakt bekommen. Ist das stärker? Es ist stärker, es hat Macht 20. Das nehmen wir. Okay, Artefakte verleihen einen bestimmten Teambonus, wenn sie ausgerüstet werden. Ja, die Details schauen wir uns mal kurz an. Kritischer Trefferschaden ist höher, 10%.
Ultimative Erholung bestimmt, wie schnell sich deine Ultimativanzeige füllt. Ja, alles klar, da unten beschreibt er nur die Statuseffekte, die sind aber selbsterklärend. Da braucht man nicht unbedingt so lange durchgehen. Der bringt wirklich alles mehr. Lassen wir den drin. Crafting können wir noch machen. Charakterbogen müssen wir noch weiter ausfüllen. Deswegen sollen wir ja Mos Kiko suchen. Ich hab Bock auf Pornos. Sollen wir noch die 6 Kessel da wegklatschen? Wir brauchen ja eh EPs, ne? Das ist, wenn wir den mal kurz hier so einfach passen. Zack und bam. Wir brauchen EPs. Wir wollen unbedingt Level 3 erreichen. Also müssen wir noch ein paar 6 Tester wegklatschen. Ganz klare Sache. Das wird ein heißer Tanz. Oh yeah, das wird heiß. Und ich muss mich wieder an die verdammte Steuerung gewöhnen. Okay, können wir sie denn so wegmüllen? Oder wäre das sinnvoller? Ich glaube, das wäre sogar sinnvoller. Hey, du solltest dir eigentlich in die Hose machen. Hab ich dabei auch, aber das muss keiner wissen. Wenigstens kotzt sich jetzt so schön die ganze Zeit. Ist doch voll cool. Oh shit, Mann, hat er Damage. Kaum zu glauben, dass ich nie Kampftraining hatte. Oh, oh, das ist nicht gut. Der hat uns einiges abgezogen. Wir können ja unsere Mega-Kombo schneller aufladen, wenn wir die ganze Zeit A drücken, wenn wir was aufs Maul kriegen. Den Zorn von Humankind! Humankind! Humankind, du wirst uns da erstmal ein bisschen zurückziehen und heilen. Aber wir haben doch mega was auf die Titten gekriegt, Kopf gekriegt. Was in unserem Fall eigentlich dasselbe ist. Superquake! Superquake kann auch nur nach vorne angreifen, ne? Aber er würde ihn down bekommen. Ich hab genug von dem Kack. Also müllen wir ihm mal schön die Fresse weg und... Hau sie weg, Neuer! Wieso haben wir nur so wenig Trefferpunkte? Wobei, das funktioniert so eigentlich ganz gut. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt angreife, kann Superquake wieder nichts machen, ne? Glaube ich. Doch, wir treffen ihn auch von hier. Abrissbirne. Ja, komm, nehmen wir nochmal. Die ist eigentlich echt gut. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Nur jetzt kriegen wir wieder mega aufs Maul, glaube ich. Die haben aber auch viele... Wir sterben! No! Scheiße gelaufen, Neuer. No! Die haben Damage, Mann. Die haben mega Damage. Wiederbeleben. Verlierst du den Kampf? Ja, wenn alle Helden down sind, verlieren wir, das ist klar. Naja, Wiederbelebung. Sind wieder komplett aufgeladen. Wiederbelebung. Sollen wir ihn wiederbeleben? Wir haben 2 Stück davon. Ich würde sagen, wir beleben ihn diesmal wieder. Oh, das bringt aber nicht viel. Schnapp uns nicht weg, Neuer. Das bringt wirklich nicht viel. Nicht wegsterben. Ja, das ist gar nicht so einfach. Hier nicht wegzusterben. Kriegen wir einen Down? Nö. So erst recht nicht. Wir könnten den benutzen, um ihn wegzunocken. Er würde darüber fliegen. Machen wir das mal. Gastroschlag mitten in die Fresse rein. Angewidert. Passt. Wer ist denn jetzt dran? Superquake ist dran. Superquake darf nochmal ein bisschen austeilen. Ultimativkraft haben wir immer noch nicht. Krieg ich irgendwen komplett down? Die sind relativ stark, die Gegner. 36 wird das bringen. Das ist irgendwas anderes. 27 mit verlangsamen. Ha. Mega Faustschlag. Mega Faustschlag. Du hast ja richtig heftig ausgeteilt. Der saß auch ganz gut. Genau, er geht nur ein Stück weg und kotzt erstmal. Gefällt mir.
Oh oh. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Oh oh. Junge Kreuz! Zieh mich mal aus dem Bereich! Nimm das! I need a little bit Heilung! Der Human Kite kann einfach alles! Weil ich mich unbedingt endlich mal besser anstellen müsste in diesem verdammten Game. Ich kann nichts machen. Doch, den krieg ich. Mit Abrissbirne kriege ich ihn. Ah, natürlich nicht, weil Super Quack wieder im Weg steht. Na, ich kann nichts machen. Dammit. Ja, ich muss es beenden. Es ist Crack-Zeit. Ich meine, ja. Super-Crack-Zeit. Super-Crack-Zeit. Das Problem ist nur, wenn ich hier stehen bleibe, kriege ich Super-Crack-mäßig welche aufs Maul. Kann ich ihn denn irgendwie platt machen? Bevor er seinen Angriff durchziehen kann. Ich glaube nichts. Aber wir können den Omega-Crash extra verwenden. Das wird mir nicht egaler sein. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh. Ultimativ kraftbereit. Sehr schön. Der knockt uns gut welche weg. Wer das bei mir versucht hat, ist tot. Ich glaube, verlangsamt. Kann er angreifen oder nicht? Werden wir sterben oder werden wir nicht sterben? Das ist unser Beitrag zur Reduzierung. 64 Damage. What the damn fuck it up, Mann. Erwische ich eigentlich... Ich erwische nur ihn, ne? Nee, wenn ich nur ihn erwische, dann bringt mir das nicht so viel. Der kriegt halt eine Laserbehandlung. Die wir verkackt haben mal wieder. Natürlich. Einfach, weil wir es können. Das geht auch nur auf einen. Das lohnt sich bei dem aber irgendwie nicht. Weil wir ihn nämlich auch so einen Daumen bekommen... Ja, sogar noch mit Rückstoß-Kombo. Der ist immer noch verlangsamt. Au. Scheiße für dich. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Genau, atomisieren. Es lohnt sich zwar nicht, aber egal. Laserfeuer im Anflug. Wir nehmen die Ultimativkraft von Humankind und zerlasern ihn komplett. Krieg hier noch eine Drachenphobie, Alter. Darauf können wir stolz sein. Bravo, gute Arbeit. What the hell? Was für eine Fähigkeit war das denn, Mann? Wie er abrastet. Er brachte uns jetzt... Oh, doch, noch zwei Sextester besiegen. Und dann haben wir... Bekommen wir 25 EPs dazu. Einer von euch irgendwie mit dem Selfie-Ready-Gedöns dabei? Habe ich echt ja dazu gesagt? Yes! Selfie! Schön. Stimmung ist, wir zoomen mal ein bisschen näher ran. Wir rücken hier auch ganz nah dran. Schwenken. Ja, wir schwenken näher ran. Ja, machen wir so. Stimmung ist, yay, Selfie! Sarah oder Sarah, neuer Preise den Herrn, Follower. Ihres Kind. Jetzt mit dir auch eins. Oh, schön. Schön. Wobei, ist es eigentlich wichtig, wie man die Selfies macht? Wir gucken einfach mal erstaunt. Einfach mal, was können nur mal nach Roman heißt. Denn noch was zu melden. Sogar noch ein Erfolg freigeschaltet. Na, großartig. Hallo, ich will mit dir reden. Anblick. Und du? Du willst nicht so, ne? Hau ab, du Arsch! Ich gehe ja schon. So, wir sollen jetzt immer noch zu Mosquito. Moment, was ist das hier? Ist da was drin? Brustimplantate. Kann man mal gebrauchen. Haben wir schließlich welche auf dem Kopf, ne? Oh, wir waren ja noch gar nicht. Gibt's ja welche, die Selfie-ready sind? Oh ja! Hat Stan dich etwa zu diesem Outfit überredet? Nee, wir haben uns selber überredet. Folgender Vorschlag. Ich folge dir auf Instagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Wie das klingt? Wir wollten noch eh ein Selfie mit dir haben.
So, wir sind auch mega happy darüber, ein Selfie machen zu dürfen. Yay, mit Chevin Marsh. Jetzt folgt dir eine coole Mom auf Kunstagram. Ist das nicht super? Unheimlich super, aber ich finde den Arschmeister-Ratgeber etwas besser. Was geht's? Juckt es hier drin oder ist das nur mein Gesicht? Bei dir juckt's, ich helf dir. Was zur Hölle? So, da juckt jetzt gar nichts mehr. Lässt du dir dein Gesicht richten, Cowboy? Schön für dich. Ich richte dir gleich was. Können wir sonst noch irgendwas machen? Und warum zur Hölle hängt hier David Hasselhoff? Nein, ich wundere mich nicht, warum das so ist. Hast du noch was zu melden? Ich nehme meine eigenen Zeitschriften mit. Deine eigenen Zeitschriften. Ja, dann mach doch. Können wir noch was mitnehmen? Okay. Ein bisschen Kleinkram. Moment mal, das konnten wir durchsuchen. Okay, da leuchtet's. Das ist wieder so ein komisches Sammelbild. Tweak und Quake, süße Sahne. Okay, wem's gefällt? Wem solche Kunst gefällt, der soll sie sich hinhängen. Ich nehme lieber eine Hautlappenzange mit. Da haben wir einfach mehr von. Ganz klar. Können wir noch was mitnehmen oder war es das? Ich glaube, das war's. Okay. Sollten auf jeden Fall mal schauen, dass wir öfter mal diesen Suchmodus aktivieren und die Schnellreise aktivieren. Fastpass. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann. Blitzfreak, oh yeah. Oh, als Verbündeter freigeschaltet. Blitzfreak, sehr schön. Wir haben also einen neuen Verbündeten und ein D-Mobile Smartphone. Mal kurz abchecken, ob hier noch was geht. Hi. Kann ich dich für unser Freundes- und Familienpaket begeistern? Das heißt nein. Obwohl, wait. Selfie? No. Und du? Auch nicht. Ja, aber er. Oh, lieben gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Ja, shit. Ich muss erst einen Tarif nehmen. Wir haben neues Zubehör. Der Scheiß verkauft sich von selbst. Okay, was hat er denn? Ich muss mich für einen Tarif entscheiden, um mit ihm ein Selfie zu bekommen. Oh, es gibt hier ein neues Artefakt. Er hat aber nur Machtänderung 15, aber immerhin 35% Rückstoßkombo-Schaden und schnellere Ultimativkrafterholung. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Boombox Kopfbedeckungsrezept. Aber neues Rezept, man muss es also noch selber craften. Es gibt hier aber auch noch Crafting-Material. $30 für ein D-Mobile-Angebot. Wir haben gerade mal... Dollar. Wir haben gerade mal 5,32. Da können wir irgendwas Sinnloses verkaufen? Ja, das sind aber alles Crafting-Sachen. Lebensmittel sind auch Komponenten. Haben wir irgendwas, was wir Sinnloses verkaufen können? Sieht nicht so aus. Wir haben nicht so viel dabei. Ey, die klingen immer so, wenn man dagegen ploppt. Sonst noch irgendwas hier zum Abstauben oder zum Demolieren? So, da du erst einen Vertrag haben willst. Findest du das lustig? Muss das jetzt sein? Ja, das musste sein. Okay, die Mobile ist uns noch zu teuer. Moment, das können wir aufmachen. Oh. Eine Kasse, müssen wir da nicht sogar hin? Ja, da hinten ist Mosquito. Das heißt, wir müssen durch diese Kasse durch. Aber was uns hier erwartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.